Anders als ursprünglich angenommen, haben der 25-Jährige und der 11-jährige Tatverdächtige im Falle der im April getöteten Lena aus Wunsiedel nichts miteinander zu tun und jeweils alleine gehandelt. Zu dieser Feststellung sind die Kriminalbeamten und die Staatsanwaltschaft Hof nach einer mehrmonatigen Ermittlungsphase gekommen, die nun beendet ist. Das bedeutet, der 11-Jährige, der sich damals in der gleichen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung wie Lena aufhielt, hat das Mädchen nach einem Streit im Alleingang durch Strangulation getötet. Zuvor wurde sie von dem 25-jährigen Tatverdächtigen, der sich über ein Toilettenfenster unerlaubt Zutritt zu der Einrichtung verschaffte, vergewaltigt. Wir haben unzählige Spuren gesichert. Das habe ich auch während des Verfahrens immer betont. Das war eine sehr langwierige Sache. Auch die Auswertung der Spuren, wo wir Unterstützung hatten vom Landeskriminalamt, vom Bayerischen. Und dieses Zusammenspiel, auch mit den Erkenntnissen, die die Vernehmungen und Anhörungen gebracht haben, haben uns dann eben zu diesem Tatablauf gebracht und auch zu den beiden Verdächtigen. Was den 11-Jährigen dazu getrieben hat, Lena zu erwürgen, ist den Ermittlern unerklärlich. Da er wegen seines Alters aber strafrechtlich nicht verantwortlich ist, wird er von den zuständigen Behörden in gesicherte Obhut genommen. Laut den Ermittlern hat der 25-Jährige bereits vor der Sexualstraftat keine weiße Weste. Er soll seit Jahresbeginn 2022 in 5 Baucontainer eingebrochen sein, um Baumaschinen im Wert von 16.000 Euro zu stehlen. Er soll außerdem einen der Container in Brand gesetzt haben, um seine Spuren zu beseitigen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den 25-Jährigen wegen Vergewaltigung, Einbruchsdiebstählen und Brandstiftung erhoben. Das Strafmaß muss dann, sofern das Verfahren eröffnet wird, durch die Kammer gefunden werden. Der 25-jährige Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Er hat im Rahmen des Ermittlungsverfahrens die ihm zur Last gelegten Taten zu einem Großteil bereits gestanden. Letztendlich sind die Ermittlungshandlungen abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat hier entsprechend Anklage erhoben. Parallel dazu läuft noch ein Verfahren aufgrund einer Strafanzeige einer Privatperson wegen möglicher Aufsichts- bzw. Pflichtverletzungen von Behörden. Aktuell konnte hier kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten festgestellt werden. Neben Lena und dem tatverdächtigen 11-Jährigen waren aber noch weitere Kinder in der Wunsiedler Einrichtung untergebracht. Sie müssen weiterhin psychologisch betreut werden. Während des Verfahrens haben wir uns schon darum gekümmert. Wir waren mit Notfallseelsorgern auch mit vor Ort, haben die Betreuung auch mit der polizeilichen Betreuungsgruppe übernommen, und zwar von den Angehörigen und auch von dem Umfeld des Mädchens. In den kommenden Wochen haben die Verteidiger die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Es muss entschieden werden, ob die Anklage in der aktuellen Form zugelassen wird. Erst dann kann ein Termin für die Hauptverhandlung vereinbart werden. Die Staatsanwaltschaft Hof geht davon aus, dass das aber erst Ende 2023 passieren wird.